Und die Pörsler können jetzt auch nichts anderes mehr machen, als offensiv nach vorne zu spielen. Und dann ist natürlich die Gefahr da, hier solch einen Konter zu fahren. Aber und auch hier steht er wieder im Abseits, René Kapcsik und Marcel Lippmann mit der Parade. Den muss er nur schieben, er hat Zeit, er hat Platz, den kannst du ganz entspannt in die Ecke schieben. Aber den versucht er zu unplatziert aufs Tor zu bringen. Lippmann das erste Mal getestet in diesem Spiel, obwohl er schon zwei Gegentore hat. Aber auch da, Abseitsfrage bleibt erstmal ungeklärt. Wirf lieber da hin, ne? Wirf. Gelbe Karte da für die SG Dynamo, Jan Schulz. Und es ist die zweite. Es gibt die gelb-rote Karte für die SG Dynamo Schwerin, aber wer war's? Ungeklärte Szene hier. Postet auf alle Fälle Freistoß. Und nach der gelben hat er die rote gezeigt. Rot gezeigt, ja. Und es ist, wie vermutet, der Kapitän Jan Schulz, der die gelb-rote Karte gesehen hat. Das ist natürlich jetzt dann die Chance für die Heimmannschaft Post Schwerin. 48. Spielminute. Da sind noch 42 Minuten zu gehen in Überzahl für Post. Und das kann jetzt nur die Chance für Post Schwerin sein. Dynamo muss natürlich jetzt dann versuchen, mit 10 Mann das Spiel über die Bühne zu bringen, den Vorsprung zu verwalten. Aber sobald natürlich hier ein Treffer fällt für die Hausherrin, wird das wieder eine ganz heiße Kiste. Und das nicht nur wegen der starken Sonne. Reisenauer bringt die Flanke rein. Und der ist zu lang. Und der Schiedsrichter entscheidet auf den Eckball. Und der Lattentreffer. Die Latte verhindert den Anschlusstreffer für den SV Post Schwerin. Zum Unvermögen kommt jetzt dann auch noch Pech dazu. Reisenauer verhindert hier den Tempogegenstoß. Eigentlich auch eine gelbe Karte, taktisches Foul. Und jetzt haben die Dynamos das erste Mal auch Glück gehabt. Kapcsik mit dem langen Ball nach vorne, der geht ins Nichts. Abstoß Post Schwerin. Wack. Hat jetzt Platz. Aber das Spiel muss nach vorne gehen. Stark vertändelt den Ball und dann wieder der Gegenstoß. Aber da steht Reisenauer. Fängt den Ball ab. Sauer schickt Mohr auf die Reise, aber der ist zu lang, den kriegt er nicht mehr.
Baki, sauber ausspielen. Flanken reinbringen. Wir haben drei Spitzen vorne drin. Beschäftigt sie da hinten mal richtig. Tja, den Kommentar von Deichmann haben sie wohl alle gehört. Überzahl, drei Stürmer vorne. Da muss die Dynamo-Hintermannschaft jetzt beschäftigt werden. Da muss richtig Ballett nach vorne gemacht werden vom SV Post. Und jetzt mal die Chance aufrechts. Mohr völlig frei da. Spielt den Ball nochmal raus auf Westphal. Der muss die Flanke bringen. Da kommt die Flanke. Und da ist Mate und der bringt auch das Kunststück fertig, den Ball aus 5 Metern nicht aufs Tor zu bringen. Völlig frei da. Lässt der SV Post eine weitere Chance liegen. Und dann ist heute vor dem Spiel bekannt geworden, dass eben jener André Mate zur kommenden Saison zum SV Plate wechseln wird. Ein weiterer Abgang. Also für den SV Post Schwerin. Und dann dieser schlechte Abstoß. Und dazu der noch schlechtere Abschluss. Langer Ball nach vorne. Friedrichsdorf kriegt diesen Ball nicht mehr. Reisenauer hat diesen Ball, führt den Einwurf aus. Lippmann wieder Spielaufbau. Post jetzt. Weiterhin spielbestimmende Person, spielbestimmende Mannschaft. Reisenauer, langer Ball. Aber auch den kann vorne keiner verwerten. Westphal, 11 Meter für Post Schwerin und dann muss er da die rote Karte geben. Dann ist das ganz klar eine rote Karte für den Schlussmann der SG Dynamo, denn Westphal war durch, hätte das Tor gemacht und dann gibt es nur eine Entscheidung, 11 Meter für Post Schwerin und zusätzlich muss es eine rote Karte geben. Westphal nutzt den Fehler vom Dynamo-Schlussmann und der Schiedsrichter gibt nur die gelbe Karte. Knifflige Entscheidung. Westphal wird da klar am Tor, an der Torerzielung verhindert vom letzten Mann, nämlich vom Keeper. Dann ist es laut Regeln die rote Karte. Der Schiedsrichter entscheidet sich auf gelb. Dennoch gibt es den Elfmeter für Post Schwerin. Thomas Jonuscheid. Den letzten Elfmeter hat er verwandelt gegen Dahlberg. Und auch diesen macht er links oben in die Ecke. Der Anschlusstreffer Post Schwerin 1:2, Thomas Jonuscheid. 50. Spielminute. Du musst schon schreiben, ne? Natürlich. Ja, also die SG Dynamo ein wenig verschont geblieben. Nur den Elfmeter bekommen und die gelbe Karte. Das wäre natürlich noch ein weiterer Rückschlag für Dynamo gewesen. Hier noch ein Mann zu verlieren. Und es zeichnet sich eine Auswechslung bei Dynamo Schwerin an. Der Sechser erzielte am vergangenen Freitag noch den 1.